Hallo und willkommen zurück zu Dark Rose Valkyrie. Wir haben unsere Einsatzbesprechung, nachdem wir jetzt zu dritt gekämpft haben, und gucken mal, wie es den Mädels jetzt geht. Die Valkyrie Force ist zurück zur Basis zurückgekehrt. Was ist denn los, Commander? Wir haben auch ein paar andere Teams ausgeschickt, um Chimären zu bekämpfen, aber die hatten sehr viel Schwierigkeiten im Kampf. Den Berichten zufolge schien es beinahe so, als ob sie die Gedanken der anderen Teams gelesen wurden. Oder beziehungsweise nicht die Gedanken, sondern die Bewegungen vorhergesehen wurden. Ist dir auch sowas in dem Kampf passiert? Nein, nichts dergleichen. Verstehe. Ich will ja nicht das Thema wechseln, Commander, aber wie geht es denn Ai und den anderen? Oh, die haben sich inzwischen beruhigt. Du solltest mal nach ihnen sehen. Verstanden, dann bitte ich um die Erlaubnis, wegtreten zu dürfen. Nur Valkyrie Force hat sich gut geschlagen. Ja, ist halt Valkyrie Force. Und wir waren ja auch nur zu dritt. Das heißt, wir wurden nicht von Frauen abgelenkt und konnten in Ruhe kämpfen. Nein. Keine Ahnung, was mit den anderen Teams war. Ja, ich denke, wir gucken erstmal, ob sich die Frauen wirklich beruhigt haben. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Yue, was ist denn los? Wofür entschuldigst du dich denn? Wegen meiner gespaltenen Persönlichkeit. Mein Verhalten muss für euch mit viel Problemen verbunden gewesen sein. Nein, so übel war das gar nicht. Ich meine, ich war natürlich ein bisschen schockiert, weil du dich anders verhalten hast, aber... Was genau habe ich denn gesagt? Es könnte die Leute natürlich belasten, aber ich denke, am schlimmsten ist die Ungewissheit. Wenn ich jetzt nicht drüber reden würde, würde sie ja denken, oh, das muss aber ganz schlimm gewesen sein, was sie gesagt hat, sonst würde ich sie erzählen. Also, und es war ja nicht so schlimm, sie hat ja einfach nur Befehle gebraucht und ja, da wird sie schon drüber wegkommen. Du sagtest, dass du ängstlich wärst ohne meine Befehle. Du sagtest, dass du keine Entscheidung für dich alleine treffen kannst. Und da ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Yue hat ja immer, braucht so einen Anlehnungspunkt. Sie braucht halt jemanden, der ihr sagt, was sie im Leben tun soll. Und das wollen wir ja noch ein bisschen abgewöhnen. Dass sie einfach unabhängig sein kann. Das habe ich gesagt? Yue, sind das deine wahren Gefühle?
確かに私は長官の命令は絶対だと思っている。しかし、一人で何も決められないほど弱くはない。Keinesfalls. Sicher, ich habe das Gefühl, dass die Befehle von Vorgesetzten absolut sind. Aber ich bin nicht so schwach, dass ich nichts alleine entscheiden könnte. Diese Person, die du gesehen hast, das ist nicht... Yue, ich glaube ja nicht, dass du schwach bist. Du bist eine der stärksten Personen, die ich kenne. Es tut mir leid, ich wollte das Thema nicht anschneiden. Ja, aber überleg mal, wenn wir jetzt das andere genommen hätten, wäre das besser gelaufen? Das glaube ich nicht. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich für einen Augenblick von den Emotionen leiten lassen. Aber anderes Thema. Geht es den anderen gut? Seit des Vorfalls hatten wir keinen Kontakt mehr zueinander. Ich mache mir besonders Sorgen um die Franzen-Zwillinge. Ach, die beiden sind stärker, als wir denken. Ich weiß, dass sie das durchstehen werden. Es wird keine leichte Zeit, aber es wird okay sein. Außerdem haben sie so viele Freunde, die sich um sie sorgen. Eure Gefühle werden sie bestimmt erreichen. Ja, ich hatte mir auch nur Sorgen gemacht, dass wir dadurch an Effizienz im Kampf verlieren könnten. Ja, ich verstehe. Vorerst soll das Team nach wie vor separiert bleiben. Bitte verweile in deinem Raum, bis du rausgelassen wirst, okay? Jawohl, Sir. Captain. Ja, Ai. Kibun wa dou da? Hallo, Ai. Wie fühlst du dich denn? Ai. Daijoubu desu. Hontou ni nantomo nai desu. Go shinpai o okake shite moushiwaki arimasen. Eigentlich ganz gut. Wirklich, mir fehlt nichts. Ich bin nur traurig, dass ich dir Sorgen bereitet habe. So mitai da na. Itsumo no Ai da. Ja, jetzt wirkst du wieder viel mehr wie du selbst. Ich bin so erleichtert, Ai. Ich wusste nicht, was ich sonst gemacht hätte. War meine gespaltene Persönlichkeit denn so fürchterlich? Nein. Du wolltest uns umbringen, aber das ist doch nichts Fürchterliches. Das wollen so viele Menschen. Nein, so übel war das nicht. Wenn überhaupt, hast du dich verhalten wie, na, vielleicht so ein typischer Oberschüler. Irgendwie verstehe ich dein Beispiel nicht so ganz. Ich will damit nur sagen, dass du für dein Alter ziemlich erwachsen bist. Und durch die gespaltene Persönlichkeit wurdest du halt ein wenig mehr gerade heraus. Das ist alles. Du bist sehr mitfühlend, umsichtig, so würde ich Considerate mal übersetzen. Captain, vielen Dank. Die
Die medizinische Abteilung hatte ich ja genauestens untersucht. Haben Sie noch andere Effekte durch den Overdrive festgestellt? Nein, physisch überhaupt nichts. Meine einzige Errungenschaft ist meine Dickköpfigkeit oder mein Durchhaltevermögen. Also sie kann nichts umbringen, sozusagen. Deshalb geht es mir gut. Captain, sind auch von anderen Leuten gespaltene Persönlichkeiten hervorgetreten? Ja, genauer gesagt, bei jedem. Dann würde ich mich weit besser fühlen, wenn du zu ihnen gingest und mal nach ihnen siehst. Sie fühlen sich bestimmt sehr einsam und verloren momentan. Amal und Ku haben ihren Vater verloren. Für Luna ist es bereits das zweite Mal, dass sie sich verändert hat. Und Yues früherer Mentor ist... Ja, aber Ai, was ist denn mit dir? Bist du okay? Ja, mittlerweile geht es mir gut. Vorher war es nicht so, aber jetzt, wo ich das Gesicht sehen konnte, was ich so sehr bewundere, ist schon wieder alles gut. Meinst du jetzt Asahi? Was? Nein, so meinte ich das jetzt gar nicht. Es ist ja nicht so, dass ich dein Gesicht bewundere, aber ich denke, ich bin jetzt halt wieder normal geworden. Hey, besser gehst du jetzt, bevor ich noch irgendwas Verrücktes sage. Geh schnell zu den anderen. Danke, dass du nach mir gesehen hast. Ja, alles klar, dann gehe ich mal. Und übernimm dich nicht. Hier ist Shiramine. Darf ich reinkommen? Captain, warum gehst du denn so mit gesenktem Kopf in das Zimmer? Naja, weil wenn ich mich dir nicht unterwerfe, dann werde ich doch bestraft, wie ein Insekt. Oder liege ich da falsch, Madam? Unglücklicherweise verstehe ich nicht das Geringste davon, was du sagst. Oh, Gott sei Dank, du bist es wieder. Natürlich bin ich es. Wer soll es denn sonst sein, Captain? Oh, meine gespaltene Persönlichkeit ist wohl ziemlich intensiv, was? Ja, ich glaube, Luna ist sogar ein bisschen stolz drauf, wenn wir das erzählen. Naja, wie soll ich das ausdrücken? Du warst eine Königin. Oh je, eine Königin? Habe ich dir etwa befohlen, dich hinzuknien und meine Schuhsohlen abzulecken? Ja, das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Ich wusste doch, dass sie es toll findet. Das ist ja fantastisch, dass ich wusste gar nicht, dass ich so eine Seite an mir habe. Oh, das ist ja die Entdeckung des Jahrhunderts.
それにしても、そのルナは落ち着いているように見えるな。Dennoch, jetzt scheinst du ja sehr ruhig zu sein, Luna. Naja, es war ja das zweite Mal für mich und da hatte ich es in gewisser Weise auch erwartet. Das einzige Problem ist ja, dass wir jetzt nicht wissen, ob das ein Effekt des Overdrives war oder ob die Chimerisierung bereits begonnen hat. Jedenfalls bin ich sehr glücklich, dass du in Sicherheit bist, Captain. Es war das Risiko auf jeden Fall wert. Luna? Ich weiß ja deine Sorge für uns zu schätzen, aber du musst auch an dich selbst denken. Männer sind viel anfälliger für das Virus, Captain. Ah, Luna. Arigato. Natürlich, Luna. Vielen Dank. Amal, heile so. Amal, ich komme jetzt rein. Amal? Oh, großer Bruder, wie lange bist du denn schon hier drin? Gar nicht lange. Ich habe ja geklopft und gerufen. Ich wollte einfach nur sicher gehen, dass dir an nichts fehlt. Tut mir leid. Was ist denn los? Na, ist schon gut. Das hier ist ein Foto. Es wurde an dem Tag aufgenommen, als ich mit allen zum Vergnügungspark gegangen bin. Ach so, mit seiner Familie, das meint er mit allen. Oh wow, General Franzen lächelt ja. Ja, Vater war immer ziemlich streng, aber an diesem Tag konnte er den Tag einmal komplett selbst genießen. Ich glaube, er war auch ziemlich stark durch seine Arbeit gestresst. Deshalb hat er auch diese Fixierung gehabt, unbedingt einen männlichen Erben zu haben. Wenn ich erwachsener gewesen wäre, hätte ich vielleicht ein paar Dinge mit ihm durchsprechen können. Ist schon okay. Ich weiß doch, dass ich da jetzt nichts mehr gegen ändern kann. Es gibt doch keinen Grund, über solche dämlichen Sachen nachzudenken. Ja, bei Amal habe ich immer jetzt die Befürchtung, dass es auch so eine Verdrängung ist. Er verdrängt so Sachen und also oder sie und versucht immer so den Strahlemann raushängen zu lassen und frisst vielleicht auch Sachen in sich rein. An ihn zu denken ist eine nette Art, ihn im Gedächtnis zu behalten. Ja, vielen Dank, Asai. Übrigens, du hast mich doch in dem Zustand der gespaltenen Persönlichkeit erlebt, oder? Ja. Und wie war das? Auch da halte ich es für am besten, das mit den Leuten zu bereden. Wenn man jetzt einfach sagt,
man redet nicht drüber, denken die ja immer das Schlimmste. Wie gesagt, alte Devise, die Drohung ist stärker als die Ausführung. Und es ist eben auch so, wenn man jetzt vor irgendwas Angst hat, ist es eben schlimmer als in der Realität in der Regel. Also reden wir drüber. Tja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Du warst irgendwie ein wenig mehr besitzergreifend. Oh Mist, ich glaube, ich begreif's. Irgendwo, ganz tief in meinem Herzen, sehe ich dich ein bisschen wie meinen eigenen großen Bruder an. Ist das so? Es tut mir leid, dass ich dir Kummer bereitet habe. Nein, war wirklich okay. Kein Grund, sich entschuldigen zu müssen. Oh je, die Schwingungen werden seltsam hier. Vorerst muss ich dich drum bitten, in deinem Zimmer zu bleiben. Alle bleiben erstmal isoliert. Ja, wir stehen ja auch unter dem Verdacht, infiziert zu sein, das verstehe ich schon. Cool, dann gehe ich jetzt mal wieder raus. Oh, großer Bruder, warte. Hm, was ist denn los? Wenn du die Gelegenheit hast, sag bitte den anderen, dass ich Danke sage. Ja, auf jeden Fall. Oh, Captain. Gott sei Dank, du bist wieder ganz du selbst. Gespaltene Persönlichkeit, oder? Wie war das so? Ich meine, das andere Ich von mir. Das... Naja, es war ziemlich unglaublich. Du hast viel mehr geredet und hast auch mehr Schimpfworte benutzt. Es ist möglicherweise einfach die unterdrückte Seite von mir, die da rauskommt. Kimerakawa. Ich hörte, dass die Chimerisierung den Verstand zerstört. Wenn die gespaltene Persönlichkeit genauso ist, dann... Kuh. Danke, dass du es mir gesagt hast. Also hier scheint es dann wieder gut gewesen zu sein, als ich es gesagt habe. Bei Amal war es, glaube ich, dann nicht so gut, dass ich darüber gesprochen habe. Ku, wegen General Franzen. Oh, schon gut. Wie, du hast kein Problem damit? Unser Vater hat in seinen letzten Momenten seines Lebens uns gesagt, dass wir weglaufen sollen. Er hat an uns gedacht, Captain. Und das reicht mir denn auch schon. Wenn ich so an meinen Vater denke,
gleicht das die Furcht vor einer gespaltenen Persönlichkeit mehr als aus. Ja, ich verstehe. Wahrscheinlich bist du jetzt sogar ein wenig offener geworden. Nach allem, was geschehen ist, ist meine Furcht vor Männern ein wenig gewichen. Ja, du wirkst richtig optimistisch, Ku. Ja, das tue ich auch. Ich hoffe, dass Amal auch bald so denken kann. Oh, das wird er bestimmt. Er ist schließlich dein älterer Bruder. Ja. Oh, eine Koop-Kombo mit Q. Das ist schon ganz wertvoll, weil Q ja wirklich zu den drei Leuten gehören, die wirklich was taugen im Kampf. Also es gibt eigentlich Asai, Kengo und Q. Das sind so die drei, die wirklich was bringen. Und dann ein bisschen was bringen eben auch noch Luna und Yue. Und die anderen sind nur sehr begrenzt einsetzbar. Bedeutet das, dass wir da jetzt auch ein Level gemacht haben hier irgendwie im Evaluation? Nee, hat damit nichts zu tun. Hätte sein können, dass wir beim dritten Stern oder so eine Koop-Taktik bekommen. Und warum haben wir das jetzt mit Q bekommen und mit den anderen nicht? War das mit den anderen so schlecht, dass ich da geredet habe? Warte mal, mit Amal auf 2? War das vorher auch schon so? Ach du Schande. Wie kann man jetzt den normalen Amal sehen und mit der gespaltenen Persönlichkeit? Puh, macht mir ein bisschen Angst. Na gut. Ich guck mal eben kurz unten. Dann gehen wir mal Wäsche waschen. Hey Kengo, die Waschmaschine ist schon längst fertig. Huch, du hast recht. Danke, Captain. Warte mal, wann bist du denn hier runtergekommen? Na, gerade eben. Wie fühlst du dich, Kengo? Naja, ich bin heute ziemlich viel in Gedanken versunken. Vielleicht bin ich einfach erschöpft. Kengo, glaubst du? Dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast oder liebeskrank? Haben wir mit Kengo schon irgendwas mit Liebesdingen gehabt? Ich meine, es wäre sehr, sehr lustig. Aber Kengo würde sich wahrscheinlich eher Gedanken um die gespaltene Persönlichkeit machen. Hast du eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt? Hat es dich viel gekostet? Nein, auf keinen Fall. Erzähl doch nicht so seltsame Sachen. Ja, mit liebeskrank wäre doch genauso unpassend gewesen. Nein, es ist nicht seltsam nachzufragen und ich versuche dir auch keine Angst zu machen. Ich wollte es einfach nur wissen. 安心してください、隊長。自分は大丈夫っす。
隊長は、アイさんたちのことを心配してあげてください。Mach dir keine Sorgen, Captain. Mir geht es gut. Du solltest dir mehr Gedanken um Ai und die anderen machen. Oh, arigato. Alles klar, danke. Ah, so ieba, kikitai koto ga atta nda. Osata ni shirei ga izen, omae ni wa gado ga tsuite iru to itte ita nda ga. Ach ja, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Commander Osatani sagte, du hättest einen Wächter an dich gebunden, aber... Gado? Nans ka sore? Ein Wächter, was meinst du? Ja, ii. Ima no wa wasurete kure. Oh nein, ich habe dich jetzt mit jemandem verwechselt. Tut mir leid. Wakarimashita. Okay. Mazui na. Kengo ni wa himitsu datta no kamoshirenai. Shabetta koto ga baretara, shirei ni okorare sou da. Vielleicht weiß Kengo gar nichts davon. Und wenn der Commander rausfindet, dass ich ihn gefragt habe, könnte ich Probleme kriegen. Sentakumono mada haru ndaro? Jamashite warukatta na. Sore ja. Du hast doch immer noch Waschdienst, oder? Ich lasse dich dann das mal weitermachen. Also, wir sehen uns. Hi. Otsukaresama desu. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns. Kazami, chōshi wa dō da? Kazami, wie geht's dir? Kazami? Kazami? Anta ni hanasu hitsuyō ga aru ka? Muss ich jetzt mit dir reden? Lass mich einfach in Ruhe. Kazami, omae masaka? Kazami, hast du eventuell... Niederer Mensch. Nante na. Bikkuri shichatta? War nur Spaß. Hab ich dich erwischt? Kazami, tsuite ii uso to warui uso ga aru daro. Kazami, über sowas machen wir doch keine Witze. 悪い悪い、もうそんなに怒るなって。ちょっとした冗談のつもりだったんだが。 Ja, sorry, richte dich doch nicht direkt so auf. Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. ほんとやめてくれ。お前まで人格分裂を起こしたかと。 Jetzt im Ernst, lass es lieber sein. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass du auch noch eine gespaltene Persönlichkeit entwickelst. へえ、心配してくれるんだ。 Ah, du hast ja... Ja, du hast dir also Sorgen um mich gemacht. Ja, und um alle anderen auch. Wenn Kazami eine gespaltene Persönlichkeit hätte, würde sie ja den anderen auch schaden. Ja, wie sollte ich mir auch keine Sorgen machen? Du bist mein Freund. Natürlich mache ich mir da Sorgen. Weißt du, du solltest derartige Sachen nicht zu mir sagen, Captain. Ich kann mit derartigen Gesprächen nicht umgehen. Hä? Atto, iimachigai. Souyu tokoro ga daisuki tte itta no. Kya! Kokaku shichatta! Ups, ich wollte doch nur sagen, dass ich das so sehr an dir liebe. Ha, ich hab's gestanden. Nanda sore? Wovon redest du da überhaupt? Egal, wie fühlst du dich? Hast du irgendwelche seltsamen Symptome entwickelt? Der Einzige, um den du dir Sorgen machen müsstest, wäre Kengo, nicht ich. Ich bin nur ein ersetzbarer Bauer. Stimmt, Kengo muss ja die Wäsche auch machen. Wenn der weg ist, ein Problem. Wovon redest du denn da? Togorode Ai-chan tachi no hou wa dou nanda? Jinkaku-bunretsu no shoujou wa ochitsuita to kiita kedo. Oh, wie geht's Ai? Und wie geht's den anderen? Ich hörte, die gespaltenen Persönlichkeiten haben sich wieder beruhigt, aber... Oh, ima mada jishitsu taiki chuu da. Kimera yobigun ni natte iru no ka? Na, wir werden sie erstmal noch isoliert halten, weil wir nicht wissen, ob die gespaltene Persönlichkeit durch den Virus oder den Overdrive kam. So ka. Yakkai da na. Ich verstehe, das ist ein Problem. Na, Taicho. Moshi kanojo tachi no naka ni Kimera ga itara, sono toki wa... Hey, Captain, wenn einer von denen zu einer Chimera würde, dann... Kazami? Kazami? Ja, sumanai.
今日の俺は独り言が多いな。忘れてくれ。Nein, tut mir leid. Ich rede einfach nur, oder ich führe nur sehr viele Selbstgespräche heute. Hab nur laut gedacht, beachte mich gar nicht. Ja, das kann natürlich sein, wenn einer von uns zur Chimera wird, dass wir den dann auch umlegen müssten. Das weiß ich nicht, ob ich das übers Herz bringen könnte, aber es müsste dann sein. Naja, mal sehen, was der Commander zu sagen hat. Notfall. Shiramine des. Shitsurei shima. Shiramine hier, entschuldige mich. Ah, wakatta. Sochi ni hitode o masu. Sono bun, sekkou tai o ichibu zensen ni agero. Ah, shikata nakaro. Monku o yuu mai ni yare. Ja, alles klar, ich schicke jemanden vorbei. Schick ein paar Scouts an die Front. Was? Nein, wir haben keine Wahl. Erledige es einfach. Commander, was ist denn? Das ist ein verdammter Überfall der Chimären. Und sie greifen Gebiete an, wo momentan wenig von uns Dienst tun. Shiramine, wie ist der Status der Valkyrie Force? Ich bin gerade fertig mit meiner Runde. Sie haben sich alle erstmal beruhigt. Ich verstehe, es tut mir leid, aber wir müssen Valkyrie Force sofort einsetzen. Das ist zu dringend. Wir dürfen diese Punkte nicht verlieren. Rücke mit deiner Einheit zur Kurahama Base aus. Ich glaube, das war dieser Dungeon, diese Mine. Setze alle Chimären außer Gefecht. Wenn irgendwelche seltsamen Dinge passieren, geh da so schnell wie möglich raus. Verstanden? Jawohl, Ma'am. Tja, da sind wir wieder zu 8. Das ist schön. Ich will mal was ausprobieren. Obwohl Q hat schon sehr wenig Hitpoints und eine saumäßige Verteidigung. Nein, ich lasse Q weiterhin in der zweiten Reihe. Warum haben die alle so eine schlechte Verteidigung? Sind die gar nicht mehr ausgerüstet oder so? Das wäre echt furchtbar. Spiel, warum tust du sowas? Es ist vielleicht ein klein wenig logisch, dass die Leute ihre Waffen ablegen, wenn sie aus dem Team gehen. Aber das machen sie zum Schlafengehen auch. Warum diese Last? Wir waren jetzt für 2-3 Kämpfe zu dritt unterwegs und jetzt soll ich hier alle Leute wieder neu ausrüsten. Was soll der Mist? Laser, war Assault Rifle. Sie kämpft überhaupt nicht mit der Assault Rifle. Soweit ich weiß. Oder doch? Jetzt will ich nochmal
Jetzt will ich hier nochmal gucken. Development will ich gar nicht. Remodeling. Ja, guck dir das an. Hier, alles, was ich vor der Folge 41 in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt habe, ist alles wieder weg. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis das alles wieder steht. Ich gucke mir die Skills auch nochmal an. Die sind ja Skills, die benötigen bestimmte Sachen. Ah, okay, die sind noch drin geblieben, sind nur ausgegraut. Immerhin was. Gut, dann war es das erstmal mit der Folge. Wenn ich irgendwann mal Lust habe, rüste ich den Trupp aus und gehe schon mal an die Basis und hole euch dazu, wenn was Interessantes passiert. Also bis die Tage irgendwann.